So, liebe Gemeinde da draußen, herzlich willkommen wieder zu Timo Seewalds Blog auf timosewald.de. Heute mal wieder ein kleines App, das da heißt Tie a Tie Light. Also für alle Männer unter uns oder vielleicht auch mal die Frauen, die sich eine Krawatte binden wollen. Wie bindet man eigentlich eine Krawatte? Dieses Tool soll Abhilfe schaffen. Relativ simpel, Tie. Es gibt hier die Light-Version, die ich mir mal runtergeladen habe, in der nur der Winzerknoten dargestellt wird. Für andere Knoten muss man dann die Hauptversion runterladen, die glaube ich nur 79 Cent kostet. Also für einen Spaß habe ich gedacht, boah, ich gucke mir erstmal die Light-Version an. Aber was soll ich dazu sagen? Man hat zwei Möglichkeiten. Einmal das Sterilisierte, wo man über unterschiedliche Bilder hier angezeigt bekommt, wie man so einen Knoten binden kann. Für alle, die schon mal einen Winzerknoten gebunden haben, ganz ehrlich, das ist verdammt schwer, dahin zu kommen, wenn man gar nicht wirklich weiß, wie das geht. Man kann sich das auch als Bild anschauen. Ich weiß jetzt auch, warum sie erst das sterilisierte Bild genommen haben. Der Mann mit solchen Armen, da möchte man irgendwie gar nicht hingucken. Das ist vielleicht noch etwas leichter zu sehen, zu erkennen. Aber ganz ehrlich, das mit einem einfachen Winzerknoten geht vielleicht gerade noch. Schwieriger geht's aus meiner Sicht überhaupt nicht. Da schaue ich mir lieber auf YouTube ein paar Videos an. Und wir wissen alle, dass genau diese Videos auf YouTube das sehr schön erklären können. Also, aus meiner Sicht, das Ding wird es nicht schaffen. Und ich werde hiermit live und für euch genau dieses App löschen. Ja, ich möchte es dauerhaft löschen. Sowas hat bewerten, naja, es kriegt mal gerade einen Stern. Tut mir leid, brauche ich nicht. Es gibt andere, viel tollere Apps, die da sind, deshalb 0 zu 0.